Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 13. April 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Waage und bekommt einen Einfluss von Stern Arcturus. Diesem Stern Arcturus ist die Hauptstern der Sternbild Bärenhüter. Und diesem Sternbild Bärenhüter bewacht und behütet den großen Bär und den kleinen Bär. Wir kennen das auch als große Wagen und kleinen Wagen. Und diesem Stern Arcturus, die Hauptstern von Bärenhüter, ist ein hell leuchtender Stern im Himmel in orange-roten Farbe. Und die Bedeutung ist Schutz. Er behütet, beschützt uns. Die chinesischen Astronomen sagen, das ist die Wächter der Himmels. Und wirkt auf unserem Planet Erde. Mond hat eine abnehmende Mondphase, bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und steht in Verbindung zum Neptun. Die beiden haben das gleiche Essenz oder ähnlichen Essenz. Auch Neptun, auch Mond hat einen Bezug zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unserem Gefühlen, das heißt wirkt auf unserem Gefühlen. Und bedeutet auch die Träume, die Intuition, die Inspiration. Und wir können unserem Traum leben, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft, weil von Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten, bestrahlen auch wunderbar diese Neptun-Mond-Verbindung. Mond hat einen Einfluss von Achenar. Achenar heißt übersetzt das Ende des Flusses und um welchen Fluss handelt es sich. Im Himmel gibt es 9 Flüsse und Achenar gehört zu diesem Flüsse. Und Achenar bedeutet das Ende des Flusses und dieser Fluss, wo sich diesem Stern befindet, heißt Eridanus, die Fluss Eridanus. So wollte ich das mal sagen. Fluss Eridanus gehört zu diesem 9 himmlischen Flüsse. Und Achenar befindet sich in diesem Sternbild und bedeutet übersetzt das Ende des Flusses. Die arabischen und die indischen Astrologen, die haben auch Mondhäuser und so heißt auch dieser Mondhaus, hat einen Bezug zu diesem Stern Achenar und sie bezeichnen das als Quelle, als Quellwasser. Ich habe oft erzählt die Geschichte von Rabe, wo Apollo die Rabe schickt, das Quellwasser zu holen mit diesem goldenen Becher für Zeus, für den Himmelsgott Zeus. Und genau das ist diese Quelle, das Fluss Eridanus und diesem Stern Achenar, das Ende des Flusses. Und weil hier handelt es sich um Quelle, um Quellwasser und bedeutet auch symbolisch unsere inneren Stimme, unserem inneren Quelle. Also es ist wichtig heute, nicht nur heute, das ist eigentlich immer sehr wichtig, unserem Intuition vertrauen, aber heute wird das auch aktiviert durch diesen Mondeinfluss, dass wir intuitiv handeln sollen, dass wir nach innen schauen sollen oder hören, was unserem inneren Stimme sagt. Suchen diese Quelle an unserem Inneren, in unserem Seele. Natürlich mit Neptun-Einfluss kann das im Traumbilder kommen, weil das ist die Sprache der Seele. Im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Und wir vergessen auch oft diese Träume, die haben auch keine Bedeutung.
Aber es gibt immer wieder mal Träume, wo wir eine Geschichte träumen, das vergessen wir auch nicht und wir haben auch das Gefühl, dieser Traum sagt etwas. Und so ist es auch, weil das ist die Sprache der Seele. Mit unserem Verstand, mit unserem Bewusstsein lassen wir oft gar nicht zu, dass unsere Seele zu uns spricht. Und die Seele nützt natürlich diese Chance, wenn wir im Schlaf sind, in diesem unbewussten Zustand, das zu uns spricht, und so entstehen auch diese Botschaften, auch diese Traumbilder. Und heute mit diesem Mond und Neptun-Einfluss und die Einfluss von Achenar, das Quelle, natürlich ist es möglich oder ich bin überzeugt, dass das so ist, dass ganz viele Menschen gerade intensive Träume haben und die Seele spricht zu uns. Ich kann sehr gut Traum deuten. Ich liebe das auch. Und natürlich beantworte ich auch solchen Fragen Traumdeutung. Das vermittle ich nicht in diesem Kanal. Ich habe mehrere Kanäle und die Traumdeutung läuft in orientalisches Liebesorakel. Und zurück zum Astrologie. Es ist nicht nur Achenar, der die Mondbewegung beeinflusst, sondern auch Markab. Diesem Stern, Markab, befindet sich im Sternbild Pegasus. Und Pegasus ist der geflügelte Pferd. Und so kommen wir zur Geschichte von Andromeda. Es gab eine Königin namens Cassiopeia und sie hatte eine wunderschöne Tochter, Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres. Und Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch in die Königreich, die prahlende Königin zu bestrafen. Der Walfisch hat zwar nicht das gemacht, was Poseidon befohlen hat, sondern dieser Walfisch nahm Andromeda, diese schöne Königstochter, und fesselte in Felsen. In die Nähe war Medusa, die furchterregende, und man hat Angst gehabt von dieser Medusa mit ihren Schlangenhaaren. Natürlich hat Andromeda auch Angst gehabt, war auch in diesem Felsen gefesselt, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert, tötete Medusa und befreite Andromeda. Das war die Befreiung von Andromeda und die beiden, Perseus und Andromeda, haben sich auch verliebt. Und dann kam dieser Pferd, Pegasus. Da war auch ein besonderes Pferd, weil dieser Pferd hatte auch Flügel und könnte fliegen. Und diesem Stern Markab, was heute beeinflusst die Mondbewegung, ist nichts anderes als der Flügel von diesem geflügelten Pferd. Aber was sollen wir verstehen bei dieser Geschichte, dass wir es von unserem Ängste befreien sollen? Das erzählt Andromeda und Perseus mit einem Schwert, mit einem Schwung. Und dann erzählt auch diese Befreiung. Und wenn wir von Ängsten befreit sind, dann sollen wir uns beflügelt fühlen. Und das symbolisiert diesem geflügelten Pferd Pegasus. Und wenn wir angstfrei leben, beflügelt sind, weil wir spüren die Befreiung und die Leichtigkeit, dann kommen wir zu unserem Quelle, zu unserem Seele und das symbolisiert Achenar, das Ende des Flusses, diese Quelle, dann kommen wir zu unserem Quelle. Und in unserem Quelle, in unserem inneren Stimme oder Intuition und auch Inspiration, da liegt die Wahrheit und da liegt die Weisheit. Also wir sollen beflügelt sein, angstfrei und intuitiv und unserem inneren Stimme hören,
weil das sagt uns die Wahrheit und das ist die weise Stimme. Das erzählt die heutige Mondbewegung und die Einflüsse von Sternen. Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Waage. Immer noch bedeutet das für die Wiedergeborenen etwas veröffentlichen, etwas in Licht zu bringen, die Wahrheit zu forschen und auch wahrgenommen werden, dieser Wunsch wahrgenommen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Und ein unerwartetes Ereignis ist zum Erwarten bei den Wiedergeborenen. Es ist vielleicht nicht heute, aber die Sonne nähert sich zu Uranus und das löst was aus. Neuigkeiten, unerwartete Ereignisse, Veränderungen, Umbrüche. Diese Energie, was blockiert, diese Loslassen, das lässt sich etwas nach. Also wir fühlen uns gerade befreit auch und wir sind offen für einen Neuanfang. Und haben wir auch diesen Mut, etwas Neues zum Starten. Was die Gespräche betrifft, erstens, Merkur ist noch rückläufig. Das hält die Gespräche zurück. Kann auch bedeuten, dass hier Kontakte handelt von Vergangenheit, Themen von Vergangenheit. Und diese Vergangenheit kann auch etwas Karmisches bedeuten. Aber weil Merkur früher in Osthorizont aufsteigt als die Sonne, bedeutet, das sind auch Geheimnisse. Das kann ein Hinweis sein, dass irgendwelche Geheimnisse oder geheime Feinde haben und sie erzählen etwas hinter unserem Rücken und das kann natürlich unangenehm sein, kann aber diese Bewegung auch bedeuten, dass wir schweigen sollen oder wir erfahren die Geheimnisse oder jemand schweigt gerade. Bis hier möglich ist, ein klärendes Gespräch führen, da sollen wir noch geduldig sein, bis Merkur die Richtung ändert und direkt läufig wird. Aber das wird noch ein paar Tage dauern. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben auch dieses Bedürfnis wahrgenommen werden und so ist es auch. Die Stiergeborenen sind gerade, haben Erfolg. Auch beruflich haben Erfolg, weil bekommen Anerkennung und Lob. Sie haben auch Chancen, Möglichkeiten, beruflich etwas Neues starten. Auch Selbstständigkeit liegt sehr gut da. Ich würde zwar noch keinen Vertrag unterschreiben, aber die Chancen auf jeden Fall mal eine Vorbereitung ist gut, diese Zeitqualität dazu. Und die Stiergeborenen haben Glück in die Liebepartnerschaft. Eine sehr schöne Liebesenergie und das trifft direkt die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen und die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben immer noch die Thema Werte, Wertschätzung und Finanzen. Und sie können die Finanzen gerade in Ordnung bringen. Aber heute nicht investieren, nichts unterschreiben, sondern darum kümmern, das noch überprüfen etwas und noch abwarten für eine bessere Zeitqualität. Bis die Mond verlässt die Tierkreiszeichen Fischen, bis Merkur die Richtung ändert, dann können die Zwillingsgeborenen sehr gut investieren, weil das verspricht auch Gewinn. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität und sehr viel Ruhe gerade. Es wäre verkehrt, jetzt überall aktiv zu sein, weil damit verlieren die Krebsgeborenen die Kraft. Und fühlen sich dann müde und erschöpft. Sie brauchen gerade die Gleichgewicht. Nicht allzu passiv sein, sondern schon aktiv, aber nur eine bestimmte Richtung. Konzentriert zu sein, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Ansonsten lieber zurückhaltend sein, das eigene Zuhause genießen, diese Ruhe genießen. So bringen sie das im Gleichgewicht, in Harmonie. Und damit haben die Erfolg, weil jetzt können sie ihre Ziele erreichen und in eine bestimmte Richtung
das Kraft, die Energie lenken. In der Liebepartnerschaft haben die Krebsgeborenen auch gerade Glück. Das kommt in Form und es ist eine sehr schöne Liebesenergie und es wirkt auch sehr angenehm für die Krebsgeborenen. Die Gespräche sind eher unangenehm, auch kein Vertrag gerade unterschreiben. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch, und das bleibt auch noch, karmischen Themen. Hier bewegt sich die aufsteigende Mondknoten. In indischen Astrologie heißt das die Drachenkopf. Und hier haben wir karmischen Themen. Zwar ein Bereich, was uns noch nicht vertraut ist. Etwas Neues, was wir erlernen, aneignen, damit dieser Kreis schließt und uns vollständig fühlen. In welche Richtung machen Sie haben Aufgabe die Löwengeborenen, das ist unterschiedlich. Auf jeden Fall, sie haben gerade die schöpferische Kraft und die tolle Ideen. Viele verwirklichen sich in die Liebepartnerschaft, viele verwirklichen sich in Kreativität oder in Berufung. Bei jeder ist etwas unterschiedlich, aber eine Aufgabe ist wichtig zurzeit bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen fühlen sich immer noch beengt im Arbeitsplatz. Viele Jungfrau Geborenen suchen einen Ausweg, eine Veränderung. Wollen sie sich entweder durchsetzen oder neu orientieren beruflich? Diese Einschränkungen kann auch bedeuten, das wäre gerade die Zeitqualität beruflich zu verändern, weil die Chancen sind da, aber sie haben Angst. Und kann natürlich das die Blockade sein, Angst vor einer beruflichen Veränderung. Dann ist wichtig, so wie die Geschichte von Andromeda erzählt hat, von Ängsten zu befreien, weil die Chancen wären eigentlich da, beruflich etwas verbessern oder die wahre Berufung leben. Die Jungfrau Geborenen sollen auf den inneren Gleichgewicht achten. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, aber immer mehr nimmt zu die berufliche Zukunft und viele Wagengeborenen orientieren sich auch beruflich neu und Uranus spiegelt auch noch etwas für die Wagengeborenen. Und dieser Spiegel ist dafür da, da in diese Richtung zu schauen. Und das sind die beruflichen Veränderungen. Uranus symbolisiert Umbrüche, Veränderungen. Und das spiegelt gerade etwas für die Wagengeborenen zurzeit eher, was die beruflichen Situation betrifft. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und es ist eine sehr schöne Liebesenergie, eine fließende Energie und das spüren auch die Skorpiongeborenen, aber sie dürfen nicht nur passiv sein und warten, bis eine Nachricht kommt oder eine Liebeserklärung kommt oder die Chance da ist, sondern aktiv zu sein, die Kontakte suchen, auf andere zugehen, ein Signal setzen und so kommt es im Fluss, so kommt es in Harmonie. Bei vielen Skorpiongeborenen ist das ein Partner oder Partnerin von Vergangenheit. Was die Gerechtigkeit betrifft, es ist momentan schwierig, hier klärende Gespräche zu führen, entweder in eine rechtliche Lage oder das Recht zu bekommen in eine bestimmte Situation. Sehr, sehr schwierig. Das führt eher zu Missverständnissen. Ich würde sagen, dass man so akzeptieren, wie das ist und warten, bis die Zeitqualität besser ist, das Recht zu bekommen oder über die Recht einen klärenden Gespräch zu führen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben immer noch diese Wandlung, was ich eine seelische, alchemistische Prozess bezeichne. Was bedeutet das? Veredeln unsere Charakterzüge, unseren Gefühlen, so, ich könnte mal sagen, ein besserer Mensch zu sein. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Schützengeborenen, etwas verbessern in sich selbst oder in ihrer Umgebung, ihren Leben, ihren Lebenssituation. Und sie sind bereit für diese Veränderungen.
Und diese Veränderung kommt auch, weil die Chancenmöglichkeiten sind da und auch dieser Impuls, auch diese Energie, diese Kraft und Mut. Die Tierkreis zeichnen Steinbock-Geborene, ist ein gemischtes Gefühl hier. Saturn hier im Steinbock erteilt natürlich Lernaufgaben. Die Lilith-Energie auch im Steinbock, die Sehnsüchte und die Wünsche, aber die Neigung davon zu laufen, das Nicht-Zutrauen, daran Zweifel. Andererseits eine wunderschöne Liebesenergie und auch einen schönen Mond- und Neptun-Einfluss, endlich mal die Träume zu leben. Hier brauchen die Steinbock-Geborenen das Vertrauen. Das Vertrauen, dass sie ihren Träume als Wunsch, als Ziel setzen, weil das ist gerade erreicht. Vielleicht daran liegt die Lernaufgabe, damit die Steinbock-Geborenen mal vertraut sind, was die Träume betreffen. Weil das ist nicht so vertraut für die Steinbock-Geborenen. Dazu sind sie sehr bodenständig und sehr realistisch. Aber hier ist ein anderer Einfluss, eine andere Energie, die Visionen und die Träume leben. Die Tierkreis zeichnen Wassermann-Geborenen ist ein beruflicher Aufstieg und sie veröffentlichen etwas oder stehen im Mittelpunkt, ins Licht. Sie werden auch wahrgenommen bei vielen Wassermann-Geborenen gibt es gerade karmischen Themen, weil die absteigende Mondknoten bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. In indischen Astrologie heißt das die Drachenschwanz. Und das sind alte karmische Erinnerungen, vielleicht auch Lernaufgabe, weil hier im Beruflichen wirkt auch vieles, die Berufung zu leben, was wir schon in früheren Leben getan haben, wo wir vertraut sind, wo wir Meister sind, das ruft auch, deswegen heißt es auch Berufung und das motiviert gerade die Wassermann-Geborenen. Die Tierkreis zeichnen Fischen-Geborenen, ist eine wunderschöne Heilenergie und eine wunderschöne Liebesenergie und immer mehr Zugang zu Träumen, Visionen, zu inneren Stimme und Intuition und Inspiration. Und es ist in vollkommenen Harmonie. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich empfehle noch die Blitzberatungen. Wie funktioniert es? Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie können das ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Dann können Sie Ihre Fragen stellen. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Heißt auch Blitzberatung und so soll das auch bleiben. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.